Wir machen weiter. Münze 6 mit Mats Manix und mit WB. Hallo Matze. Hallo zusammen und viele Grüße. Live auf Twitch, 2. März. Für die YouTube-Leute aufgezeichnet. Liebe Grüße an euch und wir wollen weiterspielen. In welche Runde hatten wir heute gestartet? War das 82 oder weißt du das noch? Weiß jemand im Chat? Das muss ich gucken. Jetzt sind wir Runde 91, weil das hätte ich echt gern. Das finde ich immer spannend rauszukriegen. Wir haben gespeichert, gestartet in Runde 86. Okay, jetzt immer 5 gespielt. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Weltkongress hatten wir schon. Ergebnis liegt vor. Alle Handelswege Richtung Matsumanix geben mir in dem Fall plus 4 Gold. Ich möchte schleunigst einen Handelsweg rüberschicken nach Matsumanix. Dafür brauche ich allerdings erst einen Markt, einen weiteren, und den schalte ich durch den Bau der Handelszentren gerade frei. Und bei mir steht gerade, ich weiß gar nicht, ob du dieselbe Botschaft bekommen hast, dass ein neues Treffen des Weltkongresses bevorsteht, weil jemand eine Sondersitzung beantragt hat. Also ich weiß nur, dass Rough Rider Teddy uns gewarnt hat. Mich. Heißt eine Warnung oder heißt eine Warnung, ich denunziere dich? Ich glaube, eine Warnung ist nur eine Warnung, ne? Das ist noch eine Warnung, glaube ich, wenn der dir erzählt, warum redest du eigentlich so wenig? Ich rede zu wenig mit ihm. Das heißt doch einfach wahrscheinlich, ich handle zu wenig mit ihm, ne? Ich würde auch sagen, dass das wahrscheinlich auf die Handelspolitik abzielt. Ich verkaufe ihm mal irgendwas. Also, dass du zu wenig redest als solches, ist ja eigentlich gar nicht glaubwürdig. Ich verkaufe ihm mal. Sag mal, wenn ich mit ihm einen Deal mache über Zeit und er mir dann den Krieg erklärt, kriege ich auch weiter eine Runde für Runde das Geld, ne? Oder nur dann? Oder bricht das auch dann ab? Das bricht dann ab. Dann machen wir was Einmaliges. Am besten ist es immer, wenn alles, du dann was über Zeit geben würdest, was dann abbricht, natürlich. 3 Gold für 30 Runden. Also wenn er uns gewarnt hat, dann lieber nicht. Ich guck mal, was die anderen uns geben. Vielleicht geben die Eleonores uns mehr. Die haben uns ja lieb. 9. Blumenkranzhäuser mit uns beiden zart verbandelt. Ja. Die ist echt ein Schatz. Ich kann. Zauberhaft. Ich glaube, es gab mal Zeiten, da hast du dich, glaube ich, unhöflich ihr gegenüber ausgedrückt. Das bedauerst du jetzt sehr, ne? Wir haben uns ausgesprochen dazu. Also inzwischen muss ich auch sagen, die Art und Weise, wie sie da steht und den Kelch in ihrer Hand hält, das ist schon. Ja. Das hat was für sich. Von wem kam der Begriff Blumenkranzhäuser? Ich glaube, der kam von Teddy, ne? Damals. Ja, den Eindruck habe ich auch. Kannst du ihn deshalb mal bitte in meinem Namen denunzieren? Ich muss dir die Truppen dann rüberschicken für ihn. Das können wir so machen. Ich habe leider schon auf eine Runde weitergeklickt, deshalb geht das jetzt nicht, aber ich habe es nicht vergessen. Ich schicke mal einen Deal rüber. Haufenweise Geld und Gold für 12 Gunst. Ja, sehr schön. Das finde ich gut, wenn du viel Geld verdienst. Ja, das weiß ich sehr zu schätzen, dass du das so uneigennützig gerade gesagt hast. Könnten noch weitere Dinge verkaufen? Nein, das bleibt erstmal so. Eine Runde weiter. Oh, wir haben einen Diplomatie. Hast du auch einen Diplomatie-Siegpunkt erhalten? Einen Diplomatie-Siegpunkt? Eine gute Frage. Habe ich alle schon weggeklickt? Ja, wir haben den, glaube ich, zusammen. Nee, also ich habe einen. Ich habe auch einen bekommen. Oh, wir sind ganz hinten. Guck mal beim Diplomatie-Sieg. Nein. Unglaublich. Sondersitzung des Weltkongresses. Worum geht's? Hilfsanforderung. Eleonore von Aquitanien. Der helfen wir doch gerne, oder? Ach komm, das ist Eleonore. Aber. Also, lass gerne Bauprojekte ihr durchführen, aber Geld senden fände ich doch irgendwie ein bisschen ungünstig. Wo wir doch immer sagen, Geld sei das preiswertere als zu bauen, weil das mehr bringt, ne? Ja, das bringt tatsächlich tendenziell mehr, aber ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich dann komisch, wenn du nicht nur an mich ab und zu mal eine müde Mark rüberwachsen lässt, sondern auch an die Ellie. Legst du mir gerade ein Eifersuchtsdrama ein? Nein, noch nicht. Es ist ja nichts passiert. So, Hilfsforderung wurde angenommen. Wer hat dagegen gestimmt? Teddy. Teddy mag sie nicht. Was? Sie selber hat dagegen gestimmt? Ihre Schwester hat dagegen gestimmt. Nein. Augenblick, wir schicken doch den Blumen... Der mit dem Blumenkranz. Die ist das Ziel. Oder die andere. Die andere ist das Ziel, okay. Und ihre eigene Schwester hat dagegen gestimmt. Was soll denn das jetzt mal im Ernst? Was ist denn das für eine komische Teampolitik? Wir sprechen uns ab und die... Kannst du da irgendwie einen Reim drauf machen? Ja, ich weiß nicht. Offensichtlich sind sie da sich nicht mehr so ganz grün. Ich hoffe, dass wir beide da keinen Einfluss drauf hatten, dass die irgendwie gesagt haben, oh nee, da weiß ich nicht, ist das irgendwie interner Streit entstanden?
Aber im Ernst, das ist doch hier Diplomatie-Bug hoch 10. Das macht doch in keinem Universum irgendwie Sinn. Nee, das macht, also aus meiner Sicht würde ich schon sagen, dass es keinen Sinn macht, unterschiedlich im Team abzustimmen. Sieger bekommt 2 Diplomatie-Siegpunkte. Hast du gesehen, dass es noch einen zweiten Notfall gab? Nein, erzähl. Gegen das Blumenkranz-Scheusal. Da wurde nämlich gesagt, es gibt einen Stadtstaat-Notfall. Da haben wir nicht abgestimmt. Da konnten wir nicht mit abstimmen, weil wir befreundet sind mit der Blumenkranzträgerin. Ich habe gerade wieder das böse Wort gesagt. Und offensichtlich gibt es dort jetzt einen Krieg, der dann dadurch entstanden ist, mit Teddy gegen die Ellies. Ja, gut, wenn die anderen sich den Schädel anschlagen. Wir halten uns raus. Wir sind die Schweiz, du und ich. Reich wie die Schweiz ist einer von uns da und der andere. Ich weiß es nicht. Er hat den innerlichen Reichtum. Ja, genau. Sowas in der Art. Ich packe schon mal den Handwerker rein. In 4 Runden kommt die Handwerkerkarte. Der ist dann rechtzeitig, der ist dann direkt danach fertig und kriegt hier extra Bauaktionen. Perfektes Timing. Achtung, neue Stadt entsteht im Westen. Hier, eine neue Stadt. Die gleich hört auf den hübschen Namen. Oh, das gibt Ärger mit Teddy. -2. Westweiden könnte das zum Beispiel sein. Die Weiden im Westen. Oder Wildwest kann man auch sagen. Ist auch in der Nähe vom Teddy. Wildwest passt. Das ist der wilde Westen, ist in der Nähe von Teddy. Von welchem Teddy? Ich glaube vom Bullmoose-Teddy, ne? Und nicht vom Rough Rider-Teddy. Vom Bullmoose-Teddy. Trotzdem, das ist der wilde Westen hier. Hier sind wir bedroht und ganz im Westen unterwegs. Das ist der Wilder Westen, heißt diese Stadt hier. Genau, so machen wir das. Sehr cool. Sehr beeindruckend, großer Bruder. Das ist ja lieb, dass du das sagst. Da wird auch schon Geld generiert für dich. 2 Gold entstehen in der Stadt. Ich weiß, was ich gehört. Ja. Danke an Zendit Lit für dein Abo. 15. Mal schon. Hey. Zum 15. Mal frage ich, wie spricht man deinen Namen aus? Danke an dich. Moin zurück. Wassermühle steht in Eden, das war das Heureka eben. Ja, und bei mir nähern sich tatsächlich doch schon wieder Barbaren. Kannst du das glauben? Ich komme. Mach dir keine Sorgen. Ich helfe. Du wolltest ja mit einer ganz großen Armee mal zu mir kommen, so mit Reitern und mit Schwertkämpfern und so richtig beeindruckend mit großen Generälen. Ich brauche dringend mehr Annehmlichkeiten, stelle ich gerade fest. Ja. Großer General habe ich keinen von. Die kommen von Norden, ne? Die kommen von Norden. Hätte ich genügend Geld, um mir einen Handwerker zu leisten, könnte ich meinen Zucker reparieren bzw. den zweiten Zucker anschließen und dann gegebenenfalls meinem Bruder kostenfrei zur Verfügung stellen. Ein Handwerker? Was nochmal? Entschuldige bitte. Hätte ich genügend Geld für einen Handwerker, könnte ich für Zucker sorgen, falls dir Zucker bei deinen Annehmlichkeiten Hilfe. Das wäre eine Möglichkeit. Was ich gerade sehe, du kannst eine Legion anheuern in diesem Modus. Eine Legion? Allerdings für stolze 262 Gold. Oh. Handwerker wäre mehr. Der Zucker entsteht in der Mitte. Da brennt es irgendwo, ne? Ja, da gab es gerade eine Flussüberschwemmung. Die hat da leider die Plantage geplündert. Sag mal, der Feudalismus, da bist du noch weit entfernt von der Handwerkerkarte, ne? In 4 Runden habe ich die Verteidigungstaktiken erforscht und dann bräuchte ich 32 Runden, um den Feudalismus zu erforschen. Oh Gott, hör mal. Willst du nicht auch so mal langsam ein bisschen Zeit stecken in Kultur? Du hast dir ja den kulturellen Stadtstaat gesagt, mach Mensch, wenn du jetzt du Wissenschaft hast angeboten. Machst. Nein, echt? Ja, du hast gesagt, mach das doch. Ja. Ich bin für Glauben und Beten zuständig und du für die Weisheit, WB.
Ja, kannst du mir nicht etwas von deinen kulturellen Erträgen abgeben? Geht das? Kann man auch Kultur senden? Na, schön wär's. Für dich. Nein, komm, soll ich dir Geld geben für den Handwerker, du dann Zucker und zu mir rüber. Ja, wenn wir dafür genügend Geld zusammenbekommen, ein Handwerker kostet bei mir 230 Gold, ich habe 74. Ja, das geht. Dann schicke ich dir mal 160 reichen, ne? Ja, sollte reichen, ja. Du musst mir deine Kontonummer nicht nennen. Ich kenne sie schon. Ich habe sie auswendig mittlerweile. Ich könnte sie im Schlaf runterrattern. Tatsächlich die 16-stellige IBAN. Ja. Geld ist unterwegs, Matze. Ja, habe ich angenommen und ich kaufe mir noch in dieser Runde. Ich hätte beinahe aus Versehen auf eine Runde weitergeklickt. Ich habe mir aber jetzt noch in dieser Runde einen Handwerker gegönnt in Hand ab. Mit deinem Geld. Das ist bemerkenswert. Ich schicke dir mal einen Reiter rüber. Reicht der? Ist das eine rhetorische Frage oder? Ich kann auch noch einen zweiten gleich hinterher schicken. Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Dafür kaufe ich mir auch noch mal einen Missionar, um noch weiter unsere Bull-Connection hier zu verbreiten. Mal sehen, wo könnte es denn hingehen? Wahrscheinlich noch, ja, weiter Richtung Großer Bruder und Richtung Westen. Ich hätte gerne eine Bulls Connection in rauen Mengen. Seit gefühlt 60 Runden produziert auch meine Hauptstadt nichts anderes als Siedler und Missionare. Schick dir mal ein paar Einheiten rauf, na, zu den blutigen Barbaren. Wusstest du übrigens, großer Bruder, Ja. dass man, du erforschst ja gerade den Feudalismus, sodass dann Handwerker da auch ganz, ganz viele Aktionen haben werden. Ja. Wusstest du, dass man auch mit Handwerkern in alliierten Gebieten Sachen modernisieren kann? Ja. Wäre das ein Feature, was sich lohnen würde, vielleicht nochmal dem Chat zu zeigen? Ich hatte darüber nachgedacht, also einige meiner Handwerkerbürger zu bitten, die als Zwangsarbeiter zu dienen, hatte aber dann gedacht, im Ernst, ich hatte dann gedacht, die brauchen zu lange, bis sie beide sind. Vielleicht sollte ich eine Stadt nur in deiner Nähe gründen, damit ich jederzeit Zwangsarbeiter zu dir rüberschicken kann, die Ja, dir dienen und deine das ist. Monumentalbauten für dich bauen und dir die Füße kraulen oder was auch immer du von denen haben möchtest. Oh, das hört sich ja alles ganz spannend an. Naja, erstmal wolltest du ja einen Handelsweg zu mir schicken. Da würde ja jetzt schon mal der Weg etwas verkürzt werden und nicht mehr ganz so beschwerlich sein für die Handwerker. Stimmt. Dafür brauchen wir nachher noch ein Handelszentrum. Mein Pferdespeicher ist voll. Du brauchst aber auch keine Pferde mehr, ne? Dann fang ich doch mal. Ich hab nur noch für 10 Platz und produziere 6 pro Runde. Willst du die verkaufen? Ich verkaufe auch mal Leuten welche. Ich frage mal die Kollegen. Komm, wir gucken mal zusammen, wer Pferde braucht. Verstehst du nicht mit dich mit der Katharina mit der Brille gut? Oh ja, mit der verstehe ich mich sehr gut. Dann verkauft der doch die Pferde. Mal sehen, wie viel sie nimmt. Oh, jetzt bräuchte man einen Schieberegler. Oh, das nimmt aber ab. Will gar nicht so viele haben, leider. Echt nicht. Also 20 kann ich hier schon mal nicht geben. Weil sie die 20 nicht haben möchte. Sie hat auch nicht so viel Geld tatsächlich, leider. Sie ist ein bisschen knapp bei Kasse. Der geht's nicht so gut wie uns. Im Chat wird vorgeschlagen, ich könnte ja auch statt die Handwerker rüber zu schicken, gleich persönlich vorbeikommen und die Wunder bei dir bauen. Ja, das wäre natürlich auch eine nette Idee. Würdest du das tun, Ja, großer Bruder? natürlich. Ich meine, werde alles tun, was unserem Team hilft, sprich, was dir dient. Sehr schön. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich. Ja, das sollte erstmal reichen mit dem Pferdehandel. Ich sag mal eine weitere Runde weiter. Dann mache ich das mal auch. Danke. Videogame Mystery. 5 Abos verteilt. Liebe Grüße an dich.
an Daramo, an 23 Vega, an Shogun Online, an Kuwanda und an Zero90. Danke dir. Danke an unseren Videogame Mystery. Nein, Northbowman, du hast es echt, Northbowman, hast du das gelesen? Matze, Northbowman schreibt im Chat, ich sag ja, WB spielt auf dem Schwierigkeitsgrad Matzo. Das hat er schon mal gepostet, da habe ich dann freundlich geschrieben und gesagt, Mensch, lieber Northbowman, das habe ich gelesen. Da hat er gesagt, oh nee, das war ich nicht, ich bin gerade gehackt worden. Ja, natürlich. Vielleicht ist er wieder gehackt worden jetzt. Schwierigkeitsgrad mal so unglaublich. Sowas. Wie der auf sowas kommt. Ja. So. Ich fange mal an, den Handwerker zu bauen. 4 Runden fertig. In 3 Runden kommt die Handwerkerkarte dann rein. Und schickt ja... Wie viele Reiter brauchst du denn? Also ich würde ja eigentlich am liebsten, entschuldige bitte, nur einen schicken, damit ich weiter expandieren kann mit den Siedlern und die Reiter können die so schön bewachen. Ach, das ist doch Verschwendung. Reiter und Siedler. Ein Reiter ist doch viel schneller als ein Siedler. Ich glaube, die werden viel besser bei mir aufgehoben, großer Bruder, oder? Wenn du das sagst. Seit wann bewachst du denn Siedler? Ja, stimmt. Hast du eigentlich recht. Bist du gerade in der Nähe der Stadt Eden? Welcher Stadt Eden? Ja. Nee, also jetzt gerade Mittag. Ah, sehr schön, zeig mal. Bulls Connection schlägt wieder zu. Danke für den wahren Glauben. Es lebe der heilige Bulle, preiset ihn. Wir schauen nochmal nach, was der eigentlich kann. Also unser Bonus, das Pantheon, das wir haben, ein Kultur durch Weiden, ist super gut auf der Karte. Und jetzt könnten wir hier noch Gudwaras bauen. Und wenn wir 2 Spezialbezirke haben, bekommen wir eine Annehmlichkeit. Ich müsste mal echt mal dringend anfangen, mir ein paar Annehmlichkeiten zu besorgen. Das ist doch alles sehr mau hier. Steht hier eine Plantage, ja. Hier oben, da warten wir, haben wir eine Siedlung vor. Nämlich hier. Die wird holen Annehmlichkeiten durch Tee, durch Silber. Und hier die Ambanten hier unten hin. Und hier gucken wir noch. Ein Weltwunder vollendet von Katharina von Medici. Denn mit der Meenakshi-Tempel, hier wird ein Vulkan aktiv. Woanders bricht einer aus. Teddy schickt uns eine Warnung. Euer Volk lässt sich zu nah nieder, ihr solltet woanders nach Land suchen. Hatte ich da, ich kann gerade nicht mehr rausgehen. Habe ich noch Pinze eingesetzt bei ihm in der Nähe im Moment? Ich kann mal kurz gucken gehen. Ah ja, da war Fog of War westlich von der westlichsten Stadt. Da hat man gesagt, eventuell setzen wir einen Pin rein, aber wahrscheinlich eher nicht. Die Pins Richtung Norden, sind die bei ihm in der Nähe? Ich glaube nicht, ne? Nee, die sind weiter weg. Die sind vielleicht in der Nähe von, wer ist denn das hier? Von Frankreich. Aber nicht in der Nähe von Teddy. Also in der Nähe von Teddy hast du erstmal keinen weiteren Pin gesetzt. Dann holen wir uns die 30 Gunst und dann verkaufe ich die und mach das, was du von mir erwartest und schick dir das Geld rüber. Ja, sehr schön. Ich schleime mich bei Teddy Roosevelt an, damit Matsu mal nichts von mir gepampert und gewickelt werden kann. Echt, so läuft das hier ab. Furchtbar. Ich verkaufe meine Ehre für dich, Matsu, mal nichts. Und meine Zukunftspläne. Mein Stolz. Das ist doch die hohe Kunst der Diplomatie, oder lieber nicht, großer Bruder? Ich hoffe mal sehr, das sind wirklich die Franzosen da oben kommen bauen und hier wissen wir es noch nicht. Und hier kommen Minimum noch 2 Städtchen hin. Können wir die Gunst wieder verkaufen und ich guck mal, wem wir die andrehen können. Die hatte uns eben 9 gegeben pro Gunst. Das ist gut. Ah, das ist zu viel.
Ja, 6x30 und 1x53, 100. Ach, das ist richtig gut. Das ist richtig gut und viel. Das ist echt sehr hilfreich. Das ist cool. Mittlerweile könnten wir auch versuchen, uns Luxusressourcen zu holen. Aber das machen wir erstmal nicht. In 2 Runden kann ich dir Zucker geben. Oh, sie gibt 10 Gold für Pferde. 10 Gold. Cool. Oh, soll ich mal gucken, bist du auch mit ihr befreundet? Ich kann gut mit ihr. Ja, dann mach du mal. Wie viel würde sie dir denn geben? Ich guck mal bei meinen Pferden. Mir würde sie auch 10 Gold geben. Wie viel hast du? Wie viele Pferde? Ich habe 42 Pferde und 2 pro Runde. Ich ziehe das einmal durch und ich verkaufe ihr mal 20. Mhm. Oh, das macht sie gar nicht. Sie macht gar nicht so viel. Ah, sie hat kein Geld mehr. Ja, ich habe sie gerade abgenommen für was anderes. Ja. Müssen wir gleich noch mal rübergehen. Sie hat Krieg, vielleicht will sie deshalb auch so viel. Die andere gibt ihr keine Pferde ab, die spielen nicht im Team. Guck mal, die andere Eleonore, die hat 40 Pferde und gibt ihre Kollegen keine weg, keine ab, sodass die selber teuer die einkaufen muss. Das heißt, dieser Teammodus, den kann die KI nicht umsetzen, Matze. Oder es herrscht Zickenkrieg zwischen den Zweien. Ach, das ist doch ein Klischee. Liebe Leute im Chat, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das ein Klischee, dass Frauen nicht gut miteinander können oder können Frauen gut miteinander? Bitte nur mal die Zuschauerinnen antworten. Das sind ja auch ein paar. Nicht nur die Herren ihre Klischees weiter verbreiten. Was sagen die Damen selber? Liebe Zuschauerinnen, ist das ein Klischee? Das, was Matsumanis gerade gesagt hat, gibt es Schwesternkrieg oder Schwestern-Solidarität? Schreibt mal bitte im Chat. Wie ist euer Verhältnis zu euren Schwestern, von Schwester zu Schwester? Bitte die Zuschauerinnen antworten. Rienchen schreibt, die Zicke rum, weil beide scharf seien auf Matsumanix. Herzlich, schreibt Tante Mimi. Mein Verhältnis ist herzlich. Melanie, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du zu einem Menschen nicht herzlich bist. Insofern ist das leider eine Aussage mit sehr begrenzter Aussagekraft. Also tut mir leid, das ist statistisch. Wenn du schreibst, ich komme mit meiner Schwester oder mit anderen Frauen gut aus, das hat leider keine Bedeutung, Tante Mimi. Du kommst mit allen gut aus, befürchte ich. Das zählt nicht, tut mir leid. Meine beiden Schwestern zicken sich an, meinte Brodak von Livin. Eudoxia, Frauen sollten Frauen unterstützen. Also hier klappt's nicht, Eudoxia. Das Team hat's nicht gepackt gerade. Ja, ja, Mann, Mann, Mann. Apropos Team, ich habe gerade das Bauwesen erforscht. Was erforschst du gerade, weil ich keine Heurekas mehr bei mir freigeschaltet habe? Maschinenbau, der ist in 4 Runden fertig. Ah, das ist perfekt. Wie viel Forschung hast du mittlerweile? Ich habe mittlerweile 19 Forschung. Cool. Ich habe 18,5, Kultur 21,4 und du? 9,4. Das wird sich machen. Geld bei mir 35,9, bei dir? 21,5. Sehr gut, dann kann ich dich demnächst anpumpen. Und Gunst plus 3, das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, plus 2. Plus 2 ist es bei mir. Dafür habe ich plus 30 Glauben. Cool. Ich plus 0. Aber ein Plus immerhin. Nicht minus 0, plus 0. Da lege ich großen Wert drauf. Sehr hast du immer noch einen Barbaren... Oh, du hast einen Barbaren... Hör mal, du wirst angegriffen. Ja, deshalb ziehen auch meine Einheiten da gerade hoch. Mach doch also da mal was. Ich glaube tatsächlich, dass du vor mir da sein wirst. Feuer frei. Sag mal, du weigerst dich echt, Stadtmauern zu bauen. Das ist irgendwie unter deiner Würde, ne? Ein bisschen. Ich finde tatsächlich Einheiten besser als Stadtmauern, weil ich die halt flexibler bewegen kann und die auch noch dann meine Stadtstärke als solches ja dann steigern. Insofern. Unter der Voraussetzung, dass man Einheiten hat, das sollte man vielleicht noch erwähnen, ne? Ach ja, das ist so ein kleiner Nebensatz, der da vielleicht etwas untergegangen ist. Okay. Ich habe in 2 Runden die Verteidigungstaktiken erforscht und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen,
ja, vielleicht dann die Karte reinzunehmen, die die Stadtmauern schneller produzieren lässt und dann einmal ein bisschen auf Stadtmauern setzen, damit du etwas beruhigter bist mit deiner großen Armee an meinen Grenzen, dass die etwas entlastet wird und wir da ein bisschen mehr Frieden haben in den Bereichen. Eine der Katharinas bietet für 20 Pferde 25 Geld an unter offene Grenzen. Ich glaube, die veräppelt uns. Das ist die mit der Maske. Ja. Ich glaube, die führt ein Luxus- und Lotterleben. Ich weiß auch gar nicht, ob sie die Pferde militärisch einsetzt. Ich sag's ganz offen. Die werden wahrscheinlich am Hof irgendwie gekleidet und gewandet in Kostümen und dürfen dann bei Theateraufführungen auf der Bühne hin und her tänzeln. Irgendwas in der Art. Von mir wollte sie neben den 20 Pferden noch 20 Eisen haben, hätte dafür aber noch zusätzlich dann einmal Bernstein obendrauf gelegt. Ich versuche mal, statt den 20 Pferden, stelle ich mal einen Matze und guck mal, wie viel sie dafür nimmt. Ja, das ist unbezahlbar. Sie bietet 2 Gold. Mhm. Ihr seht es, Barbarenproblem bei blutige Barbaren. Bei Matze. Nee, ich will keine Luxusgüter abkaufen. Ich denke, das geht auch so. Meine Leute müssen die Zähnchen zusammenbeißen. Kann dir in dieser Runde tatsächlich, wenn du deinen Bogenschützen etwas zur Seite ziehst auf einem meiner Zuckerfelder neben Lahore, kann ich da den Zucker anschließen und dir direkt rüberschicken als Zeichen unserer großen Bruderschaft. Ja, mach das. Ich bin gerührt. Dafür habe ich sogar noch eine Zeitalterpunkt bekommen, weil ich da nach einer Naturkatastrophe eine Modernisierung drauf errichtet habe. Neuer Stadtstaat von einem Barbarenclan gegründet. Bologna, ganz im Südwesten. Oh. Südwestlich meines Reiches. Ein Wirtschaftsstadtstaat. Was wir eigentlich cool finden, ganz viele Stadtstaaten drin. Bezirke geben mehr große Persönlichkeitenpunkte. Zumindest die, die kulturell gut sind. Ein cooler Stadtstaat tatsächlich. Mhm. Ich habe dir ein kleines Geschenk unterbreitet. Ich bin gerührt. 1 Gold legst du sogar noch drauf, Matsumannix. Ist das der Glückstaler, den ich dir damals gegeben habe und den ich dir geschenkt habe auf deine Bitte hin, wo du dann gesagt hast, ich freue mich sehr drüber, WB, aber der ist alleine so einsam. Gib ihm bitte noch ein paar hundert Begleiter mit. Ist das der? Nee, der ist es leider nicht. Also den habe ich hier behalten in Andenken, aber ich habe gedacht, so ein Geldstück, das soll Glück bringen in deiner neu gegründeten Stadt, sodass du dort nie pleite gehen mögest. Ich bin echt ergriffen. Ja, und ich bin ein bisschen schockiert, weil ich doch den Stadtstaat Auckland so cool fand. Ja. Immer noch. Und der Rough Rider Teddy dort jetzt tatsächlich Gesandte hingeschickt hat. Ach nein. Das war fies. Sehr gemein. Da balgen sich viele drum. Das ersetzen wir irgendwann mal einen Spion hin. Oh, ich werde missioniert im Westen von den Katholiken. Nein. Kannst du denen eine Botschaft schicken und sagen, dass du das nicht willst? Welcher von denen ist das denn? Das ist die Blaue? Welche der beiden ist das denn? Ist das die Schwarze Königin? Das ist eine von den 3 Französinnen, ja. Gott, ist das unübersichtlich. Die Blaue ist hier. Paris. Ja, das ist die andere. Das ist die schwarze Witwe. Ach, Katie ist das, ja. Ich kann Forderungen stellen, aber ich kann nicht stellen... Nee, kann ich nicht. Die muss, glaube ich, einmal erst bei mir jemand umgedreht haben. Erst dann geht das, ne? Ja, und vielleicht jetzt auch nur, wenn du eine eigene Religion gegründet hast und nicht nur, wenn das ein Teammitglied gemacht hat. Das gilt dann nicht. Schade, schade.
Das ist nicht gut. Jetzt hast du den Katholizismus bei dir. Und dadurch sogar Loyalitätsprobleme in Wilder Westen, oder? Moment, ich gucke mal, dass ich noch ein bisschen Geld einnehme. Oh, das finde ich sympathisch. Irgendjemand, ich sag mal, soll ich dir mal ein paar Pferde geben? Bei mir, ich weiß nicht, wohin damit. Oder hast du jemanden, den man die gut verkaufen kann im Augenblick? Dass ich die gut verkaufen kann. Oder tja. Wem? Die haben alle das Lager voll. Vielleicht Katharina. Eleonora hat kein Geld. In dem Rough Rider will ich die ungern geben. Ja. Ich frag mal, wie viel er mir davon geben würde. Katharina hat auch kaum Geld. Das ist das Problem. Er würde 5 dafür geben. Ah, geht so, ne? Können wir es machen, wenn er danach uns nicht überfällt. Weil ich bin eigentlich noch lieber gerne jetzt in der Phase, wo man in aller Ruhe noch weitersiedelt, ohne in einen Krieg verwickelt zu werden. Ja, das finde ich auch sehr gut, bei meiner militärischen Stärke jetzt keinen Krieg zu haben. Ich biete ihm mal, ich hole mal die, das bei ihm. Ich gebe ihm Pferde und wir hoffen mal, dass es gut geht. Oh, das hört sich schon wieder nach einem wilden Klicke von meinem großen Bruder an. Ich frage mich ja, wann tatsächlich Phyrexis Games dich als großen Händler in dem Spiel verewigt. Soll ich das Risiko eingehen, mich von ihm 30 Runden lang auszahlen zu lassen mit Geld? Ja, also wenn er sich jetzt nicht in den nächsten 30 Runden den Krieg erklärt, ich glaube, dadurch, dass da gerade so ein Notfall ja läuft, wird er sich hoffentlich wirklich auf den Notfall konzentrieren und deshalb nicht um dich kümmern wollen. Du hast ja auch keine direkten gemeinsamen Grenzen mit ihm. Nee, obwohl es reicht ja, wenn er andere Krieg erklärt. Die sind ja im Team, dann haben wir auch einen Krieg an der Backe. Das stimmt. Ich gehe mal das Risiko ein. Und Gunst nehme ich ihm allerdings auch noch ab. Also Geld für Gunst. Plus 43 Gold. Ich muss ja auch immer viel Geld haben, weil ansonsten... Oh Gott, hier laufe ich herum und komme gar nicht durch, stelle ich fest. Dann können wir den segeln. Brauchst du denn gerade sehr viel Geld bei dir auf der hohen Kante? Ja, weil ich habe einen raffgierigen kleinen Bruder, der mir immer wieder die Hand aufhält. Deshalb arbeite ich davor. Das ist der einzige Grund, ernsthaft. Das ist der einzige Grund. Also du bist der einzige Grund dafür, dass ich das Gefühl habe, ich muss ständig mehr Geld einnehmen und hart arbeiten. Dass ich mich nicht entspannen kann. Du bist der Grund dafür, dass ich hier verkrampft sitze und denke, ich muss Geld machen, Geld machen, Geld machen. Ja, also wenn du so 120 Gold übrig hättest, könnte sich dein kleiner Bruder einen weiteren Händler kaufen und damit seine Städte fördern und den Glauben noch besser verbreiten zwischen den Städten. Das heißt, meine Sorge, dass ich denke, ich muss jetzt so viel Geld geben, beruhigst du mit den Worten, mach dir keine Sorge, gib mir Geld, dann mache ich etwas, was mir hilft, Daniel, dann musst du keine Sorgen dich um mich machen. Was uns hilft... Wir sind ja gemeinsam hier in der Bulls Connection unterwegs und je mehr Glauben, je mehr Kultur wir hier erwirtschaften können, umso besser ist das. Vielleicht kann ich sogar einen Stadtstaat hier mit einer Handelsroute glücklich machen und dafür sorgen, dass wir unseren Einfluss weiter ausbreiten. Ich wäre gerne übrigens bereit, du trittst viel zu bescheiden auf, finde ich, dir noch ein bisschen Gold rüber zu schicken, damit du dein Schlafgemach, die Tapeten dort golden bepinseln kannst. Hättest du gerne goldene Tapeten im Schlafzimmer deines Palastes? So wie viel Geld hättest du dafür gern von mir? Das heißt, du brauchst doch hohe Kulturerträge noch. Du hinkst da kulturell hinterher. Ja. Und Goldtapeten im Schlafzimmer geben doch hohe Kulturerträge, oder? Daran muss es liegen. Kann es sein, dass du selbst goldene
Tapeten im Schlafzimmer hast, dass du da so von schwärmst? Ja, die habe ich. Also ich hatte sie. Ich muss sie, glaube ich, jetzt runterreißen, um dir das Geld drüber zu schicken. Ja, komm, was soll's. Ich gehe mal eine Runde weinen. Lieber YouTube-Zuschauer, ich hoffe, euer Herz schlägt für die richtige Seite, nämlich für die Seite der Großzügigen, also für uns, unser Team, das hier gemeinsam kämpft gegen die bösen, geldgierigen Barbaren und Feinde in aller Welt.